Hände sind für Chiropraktoren natürlich ultimativ wichtig. Aber auch für dich ist die Handbeweglichkeit, die Kraft, die deine Hände entwickeln können, die Griffkraft ist ganz, ganz entscheidend für fast alle alltäglichen Dinge, die wir so tun. Deswegen möchte ich heute mal ein bisschen über die Pflege der Hände reden. Nicht über die äußerliche Pflege der Hände. Da gibt es genügend Produkte, Dinge. Jeder weiß, welche Handcreme für ihn funktioniert oder für sie funktioniert. Ich tatsächlich benutze auch Handcreme, es sieht manchmal nicht so aus, aber tatsächlich tue ich das. Ich möchte darüber reden, wie man die Gelenke der Hände etwas pflegt. Natürlich gibt es diverse Bewegungsübungen, aber eine Sache, die in den letzten Monaten, Jahren etwas populärer geworden ist, sind diese sogenannten Gua Sha-Dinger. Das hier ist ein Steinwerkzeug. Kann ich genau sagen, welcher Stein, vielleicht könnt ihr es mir sagen. Aber mit diesen relativ günstigen Dingern, die man für unter 10 Euro bei DM bekommt, kann man einiges für seine Hände tun, um die Gelenke etwas fitter zu halten, gerade wenn die etwas angeschwollen sind, wenn sie schon mal leichte Arthrosezeichen hier in den letzten Gelenken zeigen. Oder besonders auch für das Daumengrundgelenk. Dafür möchte ich heute mal zeigen, was man mit diesem Gerät so tun kann. Dieses hier, wie viele Sachen, haben hier so eine Delle drin, haben eine konkave und eine konvexe Kante. Ich muss kurz nachdenken. Man kann diese Kanten für verschiedene Sachen nutzen. Als erstes mal dieses hier. Damit kann man ganz hervorragend die Gelenke der Finger etwas durcharbeiten. Und zwar, du hörst schon, das schabt so ein bisschen. Das würde man halt natürlich unter Faszienbehandlung bringen. Das sind Kapseln, Bänder, Sehnen, die man dort bearbeiten kann. Man würde ein bisschen rüberschaben. Es gibt drei Techniken ungefähr, die du verwenden kannst. Die erste ist, über die Haut und über die Kapsel schaben. Die zweite ist, die Haut festpinnen und nur das unterliegende Gewebe zu bewegen. Das machst du dann, wenn du Stelle gefunden hast, die dir nicht so gefällt. Die ganze Länge lang gehen. Tendenziell zum Schluss immer zur Mitte hin ausstreichen, um Lymphfluss zu verbessern. Alle Richtungen. Und das gehst du dann alle Finger durch. Das ist eine Sache, die du tun kannst. Sehr, sehr hilfreich. Danach fühlt es sich gleich wesentlich entspannter und beweglicher an. Dann kannst du das Gerät so in die Hand nehmen und dein Daumengrundgelenk bearbeiten. Dieses hier, was hier unten drin sitzt, sollte eine sehr gute Beweglichkeit haben. Bei vielen Leuten ist das relativ fest und die bewegen nur den Daumen von hier aus. Du solltest aber das auch hinkriegen. Also Daumengrundgelenk. Diese ganzen Stellen einmal ringsherum, wieder beide Techniken, Haut festpinnen oder Haut mitreiben, um die Verklebung zu lösen. Besonders bei Leuten mit empfindlicher Haut empfiehlt es sich eben, die Haut festzupinnen und nur die unterliegenden Gewebe zu lösen. Und auch da kannst du wieder wechseln auf diese Geschichte. Also, da vielseitig einsetzbar. Ein besonderer Einsatzzweck sind noch die Muskeln hier zwischen den Mittelfingerknochen. Die kannst du dann mit diesen flachen Seiten, mit dieser spitzen Seite etwas mal durchmassieren. Und das letzte sind diese Stellen. Da nimmst du auch das Gerät so in die Hand, bewegst es im Halbkreis so hin und her. Auch das fühlt sich sehr angenehm an. Du siehst, man kann mit so einem relativ günstigen, einfachen Gerät, dieses hier ist wie gesagt, glaube ich, von DM oder so ähnlich, kostet unter 10 Euro, manchmal 15 Euro, je nach Stein, der da verwendet wird, aber sehr, sehr nützlich, um deine Hände, deine Gelenke der Hände zu pflegen, damit deine Griffkraft zu erhalten und damit natürlich den Rest der Bewegungskette auch zu stärken. Viel Spaß dabei, probier es einfach mal aus und wir sehen uns nächste Woche.